Hey! We shoot one! You in? So, und damit auch Hallo von mir. Ja, heute schauen wir uns mal das kleine Spiel in Volta an. Und ich fürchte, ich muss das hier ein bisschen leiser machen, weil ich absolut überhaupt nichts gehört habe. So, ja, ich habe das auch bei dem 11 gegen 11 Gameplay auf die Hälfte gestellt, deswegen. So, also hallo nochmal, falls ihr das erste Mal nicht gehört habt. Wir schauen uns heute Volta an. Also ich habe das ja schon einmal gespielt, dieses Spiel, und auch den Trailer habe ich schon einmal gesehen. Von daher ist jetzt nichts Neues für mich. So, komm, Schuss und der ist drin. Jawohl. Erstes Tor hier gleich mal. Genau wie beim 11 gegen 11, einfach drüber slattern. Man sieht hier auch schon, das gibt ja jetzt auch weibliche Personen hier in Volta. Zum Beispiel das Mädchen mit dem gelben Pulli da. Wow, das war ein Schuss. Man sieht schon, also sehr, sehr schnelles Gameplay. Gefällt mir auch richtig geil. Volta und 2-0. Mbappé, Google, Easter, Rocky. Ich will den Nachnamen nicht aussprechen. Ja. Ja, also ich werde ja, wenn die Vollversion draußen ist, Volta nicht wirklich viel zocken. Also ich werde mich auf Ultimate Team fokussieren, ja, Abpraller 3-0. Ich habe aber schon das erste Spiel 4-0 gewonnen, also die sind echt nicht stark, die KI. Und ja, komm. 4-0. In nicht einmal 2 Minuten, glaube ich, hier das Tor gemacht. Die 4 Tore gemacht. Wow. Ja, also wie gesagt, die KI ist echt nicht gut. Das. Ja. Wirklich. Echt nicht gut, die KI. Aber naja. Also, wie gesagt, ich werde nicht viel Volta spielen. Also, das wird wahrscheinlich auf meinem Kanal auch nicht wirklich kommen. Ich werde Ultimate Team spielen, und dann wird es noch natürlich die normalen Anstoßsachen geben, Taktikvideos und ja, dann halt noch was ihr übernächste Woche Mittwoch in ungefähr 2 Wochen sehen werdet. Ein neues Projekt auf meinem Kanal, aber ja, Volta werde ich nicht viel zocken. Habe ich jetzt auch nicht so die Motivation dazu, ehrlich gesagt. Also ich finde schon ganz in Ordnung, aber ja, ich habe jetzt nicht so die Motivation, Straßenfußball zu spielen. Naja, was auch hier von dem Video, könnt ihr mal so schreiben, wie ihr das so fandet. Ich fand den Trailer auch echt gut gemacht, also diese kleine Sequenz da vorher. Hätte aber eher gedacht, dass man irgendwie ein Teil aus dem Story-Modus spielt. Weiß jetzt nicht, ob. Ich glaube nicht, dass man im Story-Modus in Volta mit dem Ding spielt, mit Vinicius Junior. Deswegen, ja, dachte ich eigentlich, da kommt jetzt irgendwas zum Story-Modus. Aber naja, das war's dann auch hier von dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.